Wir haben natürlich viele Patienten in der Praxis, die Überlastungssyndrome durch das Golfspielen erlitten haben. Häufig Golferarm, Tennisarm, Überlastungssyndrome im Schulter-, Nackenbereich und Wirbelsäulenbereich. Es ist natürlich schade, wenn diese Patienten dann ihren geliebten Sport nicht ausüben können, weil sie Beschwerden haben und das dann auch nicht tun sollten. Wenn sie dann wieder im grünen Bereich sind, ist es wichtig, gezielt, auch mit der richtigen Technik, dann den Wiederaufbau zu starten, damit der Spaß an dem wunderschönen Sport erhalten bleibt. Unser Ansatz war, dass viele Leute zu uns gekommen sind, viele Kunden, und haben körperliche Beschwerden gehabt in Form von Golferellenbogen, Bandscheibenprobleme und sind in dem Fall auch ausgefallen, weil sie einfach durch ihre Verletzung keinen Golfunterricht machen konnten. Das ist natürlich für uns ein Nachteil, weil wir den Kunden natürlich übers Jahr natürlich ganzheitlich betreuen wollen. Dadurch haben wir jetzt ein weiteres Feld mit dazugenommen durch Matthias Blankenburt, Sporttherapeut, der uns dort sportmedizinisch und sporttherapeutisch unterstützt. Bei uns geht es vor allem um die Muskulatur, um den gesamten Bewegungsapparat, den wir versuchen, möglichst dabei zu unterstützen, dass es keine Beschwerden im Golfspielen gibt. Die großen Bereiche für uns sind die Bewegungsqualität, hinter denen sich die Stabilität und die Mobilität verbirgt. Und das sind ja die Hauptbestandteile des Golfspiels, dass man Mobilität verbessert bzw. in die Bereiche bringt, in denen es nötig ist, und Stabilität in die Bereiche bringt, die fürs Golfspielen eben notwendig sind. Ja, Freude kann man ja nur an einem Sport haben, der beschwerdefrei und auch mit der hinreichenden Leichtigkeit erbracht werden kann. Im Kreis von Freunden oder von Gleichgesinnten, mit denen man Spaß am Golfspielen hat. Und dazu muss es einerseits die mentalen Voraussetzungen geben. Man darf nicht den Berufsstress mit auf den Golfplatz bringen und ähnlich ambitioniert und auch verkrampft dann Golf spielen, wie man sonst im Berufsleben ist. Man sollte einfach entspannt zum Golfen gehen, dann mit der entsprechenden physischen Voraussetzung und vor allen Dingen dann ganz wichtig eben mit der entsprechenden Golftechnik.